Ja, ein wunderschönes Herzlich Willkommen zu diesem Vlog, wieder mal im Vlog-Style. Und zwar sind wir gerade hier auf der Baustelle beim Kunden und machen einen Edelstahlhandlauf. Und das ist jetzt eigentlich mal was ganz Besonderes bei diesem Handlauf. Und zwar sieht man hier, ich schwenke mal um, damit man das auch sieht, ne? Und zwar sieht man hier, da ist eine Mauer vor. So, und jetzt ist die Besonderheit, die Treppe hat eine andere Schräge als die Mauer dahinter. Und deswegen ist es natürlich wichtig, jetzt sowas zu vermitteln, ja, dass da so relativ ein gleicher Abstand entsteht. Wenn man jetzt hergehen würde und würde sagen, okay, wir nehmen jetzt die Treppe als Maß und würden dort entsprechend die Höhe angleichen, sähe das nicht so schön aus, weil das dann im Gegensatz zu der Mauerabdeckung schief aussehen würde. Und deswegen haben wir das jetzt so ein kleines bisschen vermittelt. Wir haben dann hier unsere speziellen Montagestützen hier. Das sind so verstellbare Montagestützen, man sieht das hier, wo man den Handlauf nachher einlegen kann. Und dann kann man halt sagen, okay, da hinten ein bisschen höher, da ein bisschen tiefer. Ja, diese Montagestützen sehen natürlich nicht schön aus, aber sie erfüllen ihren Zweck. Die kann man halt hier einstellen, man kann die hier lösen, man kann die hier in der Höhe verstellen, in der Tiefe verstellen kann man die hier. Ja, ich zeige das mal ganz kurz, hier ist schwierig mit einer Hand. Man kann die in der Tiefe verstellen und so kann man sich halt bei solchen schwierigen Fällen, oder bei, ist ja nicht schwierig, bei so besonderen Fällen kann man sich dort wunderbar mithelfen. Ne? Und jetzt sieht man hier, dass wir es trotzdem parallel zur Abdeckung haben, ne? Weil die Optik ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig bei sowas. Ne? Sieht natürlich auch hier wieder chaosmäßig aus, weil man wieder alles braucht. Hier kommt auch noch so ein Mittelpfosten hin. Und jetzt wollen wir mal gucken, was mein lieber Kollege da hinten macht, weil der schleift sich gerade wieder ein. Genau richtig, hier haben wir auch gerade noch einen Handlauf gemacht, sodass man hier halt komfortabel hoch und runter gehen kann. Hat mein Kollege, glaube ich, auch schon sauber gemacht. Ja, hat er. Auch hier immer ganz wichtig, der Handlauf hat hier im oberen Bereich einen kleinen Auslauf. Also der ist nicht standard gerade, wie es zum Beispiel im Baumarkt gibt zum Beispiel, sondern der ist parallel unten zur Stufe. Das ist übrigens jetzt keine Schleichwerbung für Stanley, aber ich finde das gut. Ja, und hier haben wir halt parallel dazu, das hat immer den Vorteil, dass man halt hier nachpacken kann. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man halt hier entsprechend nachpacken kann. Das ist für den Gehkomfort auch immer besonders wichtig. Und jetzt gucken wir mal, was mein Kollege hinten macht. So, mein lieber Kollege, hör mal, was machst du da? Ja, ich poliere gerade ein bisschen das Geländer. Du polierst dir ein, das ist gut, weil das kann er wirklich gut. Geländer polieren kann er wirklich gut. Ne, sag mal Daumen nach oben bitte. Ne? Okay, so, auch hier haben wir einen Handlauf für den Gartenweg hier hoch. Passend dazu, mein lieber Kollege schleift mit viel Liebe und viel Einsatz alles runter, dass das alles schön glänzt. Oder? Ja, mach ich immer. Ja, mach sie immer. Super, okay. Habt ihr auch gesehen? Wunderbar, dann gehen wir mal wieder zurück. Ciao, bis später, ne? Später. Tschö. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, ne? Also man sieht auch, man braucht wieder 100.000 Werkzeug. Man meint zwar immer, ja, das ist ja nur ein Handlauf, ne? Aber nein, das ist nicht nur ein Handlauf, das sind immer Spezialanfertigungen hier. Man sieht, man braucht hier alles. Ja, zum Beispiel hier so eine Satiniermaschine, ja, Werkzeug, Schweißgerät. Ja, klar gibt es auch Situationen, da kann man das vorfertigen, da braucht man nicht immer Schweißen vor Ort, aber hier mussten wir es vor Ort machen, weil halt ein paar Besonderheiten da sind. Staubsauger immer ganz wichtig, Flex, ne? Also viele Leute fragen immer, ja, braucht man das denn wirklich jetzt alles? Braucht er das? Ja, braucht man. Ja, es ist nämlich nicht so einfach, wie es immer aussieht. Klar gibt es einfache Sachen, aber wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Ne? So, ich glaube, ich habe jetzt wieder genug gequatscht hier. Das ist jetzt wirklich nur mal so ein kurzer Vlog. Mein Kollege hinten ist noch schön zugange. Ich muss jetzt auch noch hier einen Mittelpfosten noch anbringen. Ja. Auch da wieder, ne? Ich glaube, ich habe das schon 1,6 Milliarden Mal gesagt in meinen YouTube-Videos. Immer schön mit Injektionsmörtelsystemen arbeiten. Ich glaube, ich müsste mal so ein Video machen und zusammenschneiden, wie oft ich Injektionsmörtel sage. Ich glaube, da kriege ich schon so ein 4-5 Minuten Video zusammen. Ne? So, habe ich ja noch genug gequatscht hier. Wir sind jetzt gleich hier fertig, also auch körperlich. Und aber wie gesagt,
Das ist natürlich alles nur Spaß, ja, wir sind fertig und so, weil wir machen das gerne, dafür brennen wir. Das ist unsere absolute Leidenschaft hier, solche Handläufe zu fertigen, so dass man wirklich komfortabel und sicher hier hochgehen kann, ne? Weil der Winter ist ja auch schon wieder vor der Tür, auch wenn es momentan noch nicht so aussieht, ja. Und da wird es auch wieder interessant, wenn die Stufen glatt sind, dass man da wirklich stets einen sicheren und festen Halt haben, Das ist uns wirklich ganz, ganz wichtig, weil Sicherheit spielt nun mal eine ganz große Rolle bei sowas. Sowas darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, sowas muss man auch sorgfältig machen, auch wenn ich das hier so locker flockig rüberbringe, aber ich möchte auch rüberbringen, das ist eine sicherheitsrelevante Konstruktion, wir tragen da eine hohe Verantwortung für den Kunden, ja, also auch für den Menschen, und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass das wirklich vernünftig gemacht wird. Aber wir machen das täglich, ja, und wenn ihr sowas selber machen möchtet, ja, macht das vernünftig, und wenn ihr sagt, das traut ihr euch nicht zu, dann holt euch einen Profi zur Seite. Wirklich, das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich kann mich da nur wiederholen. Ja, du bist schneller als jede Maschine. Aber man sieht da echt die Liebe drin. Und das ist das Allerwichtigste bei solchen Handläufen. Immer mit Liebe. Sonst ist das nichts wert. Ja. Schön, Hammer. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt habe ich ja wieder genug gequatscht. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V, bis zum nächsten Mal.